Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir schminken uns jetzt. Ich mache wieder ein Talk You Ready und ein Talk You weiß ich noch nicht worüber Thema, aber ich habe Lust drauf und ich habe das hier gestern gesehen. Mein Sohn hat sich das umgebunden, hat gesagt, guck mal Mama, bin ich nicht schick. Eigentlich, das ist aus meiner Perückenzeit noch. Ich habe nämlich das immer, ja, da habe ich mir meine Perücke so nach hinten mitgemacht und da dachte ich mir, das können wir ja jetzt mal testen, wie das aussieht. Die gibt es im Internet bei Only. Die sind viel zu, passt zwar so, passt zwar zu meiner Hand, aber nee, das ist ja jetzt nicht so das Wahre. Naja, für unser Schminkvideo kriegen wir das schon mit dem Ding hin. Genau, ich habe gerade meine Haare gewaschen. Wenn euch das Video interessiert, da habe ich eine ganz tolle Spülung entdeckt, die wie ein teures Parfum riecht. Müsst ihr mal gucken, ja, auf meinem Kanal. Ich würde mich jetzt gern schminken und ich habe wirklich gar keine Ahnung, was wir machen. Doch, ich habe eine Ahnung. Und zwar, wir werden jetzt etwas Neues ausprobieren, beziehungsweise etwas, was ich schon auf meinem alten Kanal einmal ausprobiert habe. Und das machen wir jetzt hier zusammen. Das ist nämlich der Stick, den ich letztes Mal gekauft hatte, als ich noch in Bad Oldesloe war. Von Make-up Revolution, der Stick in der Farbe Fast Base Stick Foundation. Und die Farbe? F5. Ha, F5. Hier ist das gute Stück von Make-up Revolution. Ich habe immer mit dem geliebäugelt und dann habe ich mir den in Bad Oldesloe gekauft und was ich davon fand, erzähle ich, was ich davon fand, wie ich ihn fand, werde ich euch am Ende des Videos mitteilen. Wir werden jetzt aber erstmal hier eine Base auftragen und zwar von PS Skin Balm von Primark. Den tragen wir einmal auf. Und dann werde ich mir den Stick auftragen, der, meine ich, zu dunkel war. Also ich habe ja jetzt hier, wie gesagt, F5 und ich glaube, ich habe den zu dunkel gekauft. Aber wir probieren das mal aus und wir werden einmal schauen. Habt jetzt hier nochmal diesen, der so riecht so gut, ne? Also ich weiß ja auch nicht. Creme habe ich vorhin aufgetragen und deswegen können wir hier, das ist zu viel. Warum muss ich immer so viel nehmen? So. Bisschen verteilen. Nimm von allem immer zu viel. Immer. Jetzt backst das so. Ja, egal. Machst du das ordentlich ein? Ein bisschen weniger nehmen natürlich. Rosazea habe ich, deswegen werde ich knallrot, wenn ich eine Creme auftrage. Das geht aber gleich besser. Auf den Lippen ist das nicht so toll, ne? Das ist so ein bisschen so schmierig und oh ja, jetzt fummelt das. Oh nee, jetzt gibt das Knötchen. Oh, das, wenn du zu viel nimmst, dann ist das halt so, ne? So ein bisschen habe ich jetzt hier Knötchen bekommen. Aber jetzt sind sie wieder weg. So, genau, jetzt ist wieder gut. Okay, ich mache jetzt den Stick auf. Und zwar erstmal vorsichtig. So sieht er aus. Wie riechst du? Habe ich vergessen? Gar nicht. Nee, riecht nach nichts. Nee, Hals lassen wir noch mal und dann versuche ich ganz vorsichtig einmal zu verteilen. Ihr seht, es ist zu dunkel, aber es geht. Also es ist jetzt nicht so ganz furchtbar. Es macht relativ, deckt relativ gut ab. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Und deswegen schauen wir einmal. Und ich sag euch dann, wenn ich mir eine Meinung gebildet habe, wie ich ihn letztes Mal fand, als wir ihn getestet haben. Ihr könnt da auch gerne nochmal auf meinem Wolfsmama-Kanal vorbeischauen, wenn euch interessiert, wie ich das da fand und wie ich das da aufgetragen habe. Ich glaube auch, ich habe einen 12-Stunden-Test damit gemacht. Knötchen habe ich übrigens nicht mehr. Ich gucke gleich nochmal mit dem Mikroskop, hätte ich fast gesagt, mit dem Dings, ne?
Es ist zu dunkel natürlich, deswegen muss ich in den Hals gehen. Ihr seht, ich habe hier meinen Rosazierring, den ich gerne abgedeckt haben wollen würde. Und deswegen gehe ich ordentlich überall hin. Auch immer nach hinten gehen, ja, das sehe ich so oft, dass die Frauen dann hier so einen Cut haben, wenn die Foundation zu dunkel war oder wenn sie nicht ganz den Hautton getroffen haben, passiert das nämlich. Ich versuche den relativ trockenen Stick oder beziehungsweise die Foundation des Stickes mit meiner Handwärme zu verteilen, weil auch das sonst ein bisschen schwierig sich gestaltet. Ich würde jetzt mal gucken wollen, ob wir irgendwas entdecken können, weil ich sehe so eigentlich alles ganz gut, bis auf, dass die Farbe zu dunkel ist. Ja, also ich bin eigentlich gar nicht mal, also ich finde das eigentlich ganz gut, was ich gerade ein bisschen erstaunt, weil sie sich letztes Mal abgesetzt hat, als ich sie aufgetragen habe. Kann man ja mal so offen sagen jetzt, ne? Sie hat sich nämlich richtig doll abgesetzt hier überall. Aber das sehe ich jetzt nicht. Also klar, ein bisschen vielleicht. Ich habe hier ja auch ein paar Härchen. Und die Farbe ist ja auch wirklich jetzt sehr, sehr auffällig und dunkel. Aber ich bin zufrieden. Also auch in die Falten hat sich das gut verteilt. Auch hier an meinen Augenfalten. Also alles in Ordnung. Leute, was meckere ich denn? Klar, hier oben wieder ein bisschen mehr noch einarbeiten. Aber ansonsten, bis auf die Farbe, ist das gut. Meine Güte, da bin ich ja erstaunt. Na gut, dann wollen wir ja noch mal ein bisschen mehr rausholen. Puh, ein bisschen Kopfschmerzen, ne? So, ein bisschen hier noch an den Wangen. Mein Rosazier ist ein bisschen am Ausufern gerade. Ja, auch der Hals ist gut, oder? Klar, man sieht den Ring. Das ist ja jetzt wahrscheinlich auch bei der Ausprägung nicht ganz zu verhindern, aber es ist gleichmäßiger alles geworden, die Rötung. Wirklich, also keine Ahnung, was da letztes Mal anzumeckern war. Also ich habe aber auch einen Primer drunter, ne? Darf man nicht vergessen. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Nö, also ich finde das gut. Oh Mann, ein bisschen. Also man muss natürlich gut arbeiten. Ne? Also wenn du jetzt hier zum Beispiel, habe ich ein bisschen geschludert in den Stirnfalten. Ein bisschen liegt es drauf tatsächlich, aber nur ganz wenig. Also es ist auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen. Ja, gut. Dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Und ich mache mir so ein bisschen hier, versuche das als Concealer so ein bisschen in die Falte zu geben. Oh, ihr seht ja nichts, Entschuldigung. So ein bisschen, weil ich nehme ja auch mal so ein klein wenig hier weg. Ich habe hier so ein bisschen heute das Problem, dass ich lila wurde unter den Augen. Nicht doll, aber schon, ne? Bisschen hier auch. Ja, Mann, das gefällt mir gut, wirklich, dass da noch mal etwas gefunden wurde, wo ich sage, okay, das geht. Weil man ärgert sich ja doch immer, wenn du von der, ich habe die seitdem nicht mehr benutzt, ne, weil die sich so richtig draufgelegt. Ich habe sie noch mal ab und zu als Concealer versucht, aber da war nichts zu machen. Aber mit einer Base drunter, mit so einem Primer scheint das ganz gut zu klappen. Also bin wirklich positiv überrascht. Was sagt ihr dazu? Sie ist natürlich auch sehr stark deckend. Ja, nein, jetzt geht sie mir hier in die Falten. Also ich habe ja jetzt hier nachgearbeitet. Hier habe ich sie jetzt drauf liegen. Das sollte ich dann vielleicht nicht machen. Das ist zu viel.
Hier ist aber ganz gut. Also nicht zu viel. Die Haut ist ja auch sehr dünn hier. Hier hat sich das jetzt in die Falten gelegt. Konnte ich aber noch mal retten. Nein, okay. Und es ist auch eingezogen. Also es ist so ein bisschen so eine musige Konsistenz. So ein bisschen musig im Geschmack, hätte ich fast gesagt. So ein bisschen mousseartig, ne? Wie so eine Make-up-Mousse-Konsistenz. So fühlt sich das jetzt gerade an. Und auf jeden Fall bin ich gerade so, dass ich sage, gut, die könnte ich benutzen. Ist bestimmt nicht meine Lieblingsfoundation und auch sicher keine, die ich jetzt täglich benutzen werde. Aber man kann sie zumindest ab und zu mal aufbrauchen, so, ne? Auf diese Art und Weise, würde ich sagen. Zumal sie mir auch zu dunkel ist. Also vielleicht eher eine hellere dann mal versuchen. Ich hatte ja auch schon vor mir, ich wollte mir schon eine hellere kaufen. Habe ich dann doch gelassen, weil warum soll ich nochmal dafür Geld ausgeben, wenn ich die Foundation nicht mag? Aber ich glaube, das geht auf jeden Fall klar. Also kann man machen. Und ich würde jetzt mal meine Meinung von damals so ein bisschen wieder revidieren. Also es geht ganz gut. Sie liegt drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass sie total weg ist und dass ich davon jetzt richtig begeistert bin. Ja, zumal ich schwitze jetzt hier. Keine Ahnung, ob das am Primer lag oder an der Foundation. Wahrscheinlich eher am Primer. Ich habe ja sehr viel drauf gemacht. Aber es ist in Ordnung, wirklich. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir da was nicht gefällt, aber ich vermute, es liegt am Primer. Also versuchen wir nochmal irgendwann ohne Primer, dann machen wir das Ganze nochmal. Ich schmink mich zu Ende und schalte euch gleich wieder rein. Ich habe euch nochmal wieder reingeholt, weil ich möchte ein bisschen abpudern. Es setzt sich ab, ne? Also ich denke mal, dass es eben noch gut war durch den... Puder jetzt hier ein bisschen ab mit der BH Cosmetic Palette, nur so ein bisschen von dem weißen Puder. Also ich werde euch gleich mal ranholen, dann könnt ihr euch das selber mit der anderen, mit der Hauptkamera. Ich mache die nicht so gerne an, weil das auch zu nah das verfälscht. Wisst ihr, die Hauptkamera auf der anderen Seite verfälscht das Ergebnis. So sieht das wirklich nicht aus. Du gehst da einfach mit voller Pulle in die Dinger rein, in die Poren und natürlich sieht das dann wie aufgelegt aus und so sieht es am Ende aber auch nicht aus. Trotzdem schmiert das Make-up, das kann man nicht anders sagen. Ne? Wahrscheinlich hat der Primer so ein bisschen da eine Vermittlung gemacht, aber das liegt auf der Haut. Also es ist der Primer, entweder lässt der Primer jetzt nach oder es gibt eine Konsistenz, die mir gar nicht gefällt, wirklich. Also es liegt auf der Haut drauf und es wird auch nicht besser, ja. Also deswegen, das möchte ich euch einmal zeigen. Moment. So. Ich mache noch nicht ganz nah ran, ja. So ein bisschen versuche ich überall euch reinzuhalten. Ja, also es geht. Es ist jetzt nicht ganz so, wo man sagt, oh mein Gott, richtig furchtbar. Aber wenn ihr nah rangeht, ja, dann sieht man es mit der Brille oder wie auch immer. Ich hole euch deswegen jetzt nah ran. Und dann sieht man den Salat, ne? Poren. Oben. Hier oben. Ne? Es geht, ja. Ich habe ein bisschen Concealer drauf gemacht, hier vorne auch und ein bisschen auch hier vorne. Aber trotzdem, also ich kann, egal was ich mache, es wird nicht besser. Ja, so ist das. Sehen, es ist... Ja, versteht ihr, was ich meine? Wir schminken uns zu Ende und dann zeige ich euch das Gesamtergebnis. Lieben, ich bin fertig geschminkt und so würde ich dann aussehen, wenn wir alles soweit fertig haben. Und ich denke, man kann damit
man kann damit leben. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, aber wenn du natürlich näher rangehst und noch näher guckst, dann sieht man die ganze Geschichte natürlich. Aber ich glaube, wir haben einiges draus gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und ja, also probiert das ruhig aus. Ich hatte ja eine ganz schlechte Meinung davon und ich finde, dass die jetzt auf jeden Fall besser geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.